Wir sind jetzt auf Sendung, sagt mir mein toller Computer hier vorne. Und deswegen freut es mich, dass wir heute wieder für euch da sein können. Wir begrüßen euch ganz, ganz, ganz herzlich. Alle diejenigen, die uns jetzt von außen zuschauen, alle diejenigen, die uns noch zuschauen werden. Quasi die Aufzeichnung ist ja die ganze Woche wieder online, bis wir nächsten Mittwoch ein neues Hangout machen zu ganz, ganz spannenden, interessanten Themen und Inhalten. Momentan befinden wir uns im Facebook Prospecting Blog, würde ich es mal nennen. Also alles, was ihr wissen müsst, um kostenlos Reichweite zu bekommen, kostenlos mit eurer Zielgruppe über Facebook in Kontakt zu kommen. Wir haben uns in den letzten beiden Hangouts, wenn ihr das verpasst haben wollt, ist das schade. Ihr habt unter dem Video, wo das Hangout hier gerade abläuft, habt ihr den Link, könnt dort das Trial buchen, das heißt zum halben Preis. Einfach mal reinschnüffeln, einfach mal uns ein bisschen näher kennenlernen. Kommt rein in unsere geheime Facebook-Gruppe, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Werdet Teil dieser wundervollen Community von Networkern, die ein Ziel verfolgen und sich einfach ja, mit den modernen Medien beschäftigen, mit den modernen Möglichkeiten auseinandersetzen, um einfach gerüstet zu sein für die aktuelle Zeit. Ja? Und nicht mehr die altherkömmlichen Methoden aus den 80ern zu praktizieren, sondern einfach dazu zu lernen, einfach besser zu werden und dadurch eben auch sein Leben um sich herum besser zu gestalten. So wie es Eric Worre von Jim Rohn lernte, als er ihn gefragt hat, was kann ich denn nur tun, damit es besser wird? Dann hat Jim Rohn gesagt, wenn du möchtest, dass es besser wird, musst du besser werden. Und wenn du besser wirst, wird alles um dich herum besser. Und wenn du besser wirst, wirst du bessere Menschen anziehen in dich, in dein Leben und in dein Business. Und dann wird alles um dich herum besser. Also du musst an dir arbeiten. Du strahlst das aus, was du bist. Und du wirst niemals erfolgsorientierte und erfolgreiche Menschen anziehen, wenn du nicht dafür geeignet bist. So, und deswegen muss man einfach an sich arbeiten, man muss besser werden. Und das merken die Leute, merken da draußen, ob du ihnen helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn man heute von den ganzen modernen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google und so weiter und so fort einfach keine Ahnung hat, weil man seit 20 Jahren das Gleiche tut, dann merken das die Menschen. Und deswegen haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, euch die Dinge beizubringen, die notwendig sind, um im Jahre 2016 erfolgreiches Network-Marketing zu betreiben. Und wir haben den ersten Themenblock. Im alten Jahr, über 3 Monate, haben wir uns mit dem Business-Netzwerk Xing beschäftigt. Dort arbeiten jetzt gerade Florian und Markus ganz intensiv und deswegen habe ich die beiden heute hierhin eingeladen. Freue mich, dass sie da sind. Zugekommen ist Alf, der die Runde hier komplettiert. Vielleicht schaut gleich noch der ein oder andere zusätzlich hinzu. Das werden wir gleich noch feststellen. Aber ja, wir wollen uns jetzt einfach damit beschäftigen, was wir jetzt in der Vergangenheit getan haben, wie die Woche war, wie es gelaufen ist und möchte euch dann natürlich, wie ihr es von mir gewohnt seid, wieder viele nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, um euch einfach dabei behilflich zu sein, euer Business ja, mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, erfolgreich aufzubauen. Und da beschäftigen wir uns heute. Das heutige Thema ist einfach, die organische Reichweite zu erhöhen. Was heißt organisch? Organisch heißt, ohne dafür bezahlen zu müssen. Also ich möchte euch zeigen, was ihr machen müsst, wie ihr es machen müsst, um auf Facebook eben, sagen wir so, es ist einfach mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Feedback, mehr Anfragen zu bekommen, mehr Freundschaftsanfragen zu bekommen. Weil euch Leute wahrnehmen und sagen, ey, was der macht, ist cool, was der postet, ist cool, ich interessiere mich für das, was er da tut. Und genau das ist ja letztendlich der Inhalt vom Activity Camp. Mein Versprechen an euch, diejenigen, die dieses Coaching letztendlich buchen, die reinkommen in die Community des Activity Camps, mit denen werde ich zusammen die Schritte durchlaufen und werde sie persönlich dabei unterstützen, dass Menschen auf euch zukommen, weil sie sich für das interessieren, was ihr tut. Und ich bin den Weg selber gegangen. Also ich spreche nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern ich war auch 2013 war ich an einem Punkt, in dem mir Network Marketing keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich keinen Kontakt am Telefon, keinen Kontakt auf der Straße,
weil ich Flyer verteilt habe, Meetings gehalten habe am Wochenende vor 5 Leuten und ich einfach nicht vorwärts gekommen. Leute bei mir eingestiegen sind und 14 Tage wieder ausgestiegen sind, weil Leute ihre Produkte bestellt haben, aber nicht bezahlt haben und ganz, ganz viele blöde Dinge da passiert sind, sodass es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und ich nach Lösungen gesucht habe. Und ich habe lange gesucht, ich habe viel ausprobiert, ich habe viel gemacht. Letztendlich ist es aber dazu gekommen, dass ich kurze Zeit später, anderthalb, vielleicht 2 Jahre später, war ich in der Situation, dass sich tagtäglich Menschen bei mir melden, weil sie sich für das interessieren, was ich tue. Und ich weiß jetzt, was funktioniert, zumindest was für mich funktioniert hat. Ich weiß, was nicht so gut funktioniert. Und ich möchte euch die Dinge beibringen, quasi die Abkürzung, damit ihr jetzt lernt, wie sich Menschen bei euch melden. Für die meisten Networker ist es eine absolute unvorstellbare Vorstellung, dass jemand anruft und sagt, Hecker, ich war gerade auf YouTube, ich habe ein Video von Ihnen gesehen, interessiert mich. Dass man morgens das E-Mail-Postfach aufmacht, da steht drin, Hecker, ich habe einen Blogartikel gesehen oder auf Facebook angeschrieben, oder cooler Post, aufgrund deines Posts, ich kann den Post mal zeigen, wo man solche Reaktionen, wo ich jetzt aktuelles, einfach mal ein aktuelles Beispiel, wo ich tatsächlich so eine Reaktion drauf bekommen habe und dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, was man posten muss, damit, ja, da ist er. Okay, ich habe ihn gefunden. Ich möchte euch das gerade mal zeigen. So. Zählt euch die Geschichte dazu. So. Ihr seht jetzt diesen Post von mir. Im Übrigen, ich zeige das auch mal, ein bisschen runterscrollen, wurde dieser Post auch 45 Mal geliked und da kann man das. Natürlich kann man das. So. Ja, wurde auch ein paar Mal dann entsprechend kommentiert. Was war passiert? Ich habe das Zimmer meines Sohnes renoviert. Ihr seht hier mit der Skateboardfahrer an der Wand und so weiter und so fort, wo Jungs halt so im Alter von 6 Jahren drauf stehen und haben neue Kinderzimmermöbel dafür gekauft. Und als ich die Kinderzimmermöbel gekauft habe mit meiner Frau, als wir die ausgesucht haben, die bestellt haben, hat die Verkäuferin uns gefragt, ob sie das Zimmer auch direkt aufbauen sollen. Das würde dann 300 Euro kosten. Ich, Alter, bezahlt sie keine 300 Euro, damit dir jemand das Zimmer aufbaut. Das kannst du doch schon selber machen. 5-6 Stunden bist du fertig damit. In dem Moment, wo ich das gedacht habe, kam der zweite Gedanke, der dann zu mir gesagt hat, Thorsten, ist deine Zeit wirklich bloß 50 Euro wert? Also 300 Euro geteilt durch 6? Ich dachte, nee, deine Zeit ist mehr wert als 50 Euro. In der Zeit, wo die Arbeiter das Zimmer vom Ben aufbauen, könntest du mehr Geld verdienen, als du dafür ausgibst. Das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war die Einstellung dazu. Ich habe gesagt, wisst ihr was, scheiß was drauf, sollen die Jungs das Zimmer aufbauen. Erstens sind sie schneller damit fertig als ich und ich kann die Zeit sinnvoll nutzen, habe weniger Stress, muss mich weniger ärgern, weil möglicherweise gerade irgendwie was funktioniert oder ich irgendwie nicht klarkomme. Und habe das dann auch gemacht. Und darum habe ich einen Post gemacht. Also nichts Weltbewegendes, ein paar Fotos von dem Kinderzimmer und habe die Geschichte dazu erzählt. Genau die ich euch gerade erzählt habe. Und tatsächlich war es so, dass ich dann während der Zeit, während die Arbeiter dieses Zimmer aufgebaut haben, habe ich einen Anruf bekommen von jemandem, der mit mir zusammenarbeiten will. Der hat dann letztendlich mir den Auftrag erteilt für 2 Produkte. Also er hat 2 Produkte bei uns gekauft und diese beiden Produkte haben letztendlich eine Provision von 500 Euro für mich zur Folge gehabt. Was bedeutet das? Ich habe 300 Euro ausgegeben, man hat mir das Kinderzimmer aufgebaut und ich habe letztendlich 200 Euro mehr verdient, als ich dafür ausgegeben habe. So, und das ist einfach mal ein cooler Post. Wenn ich nur die Kinderzimmerfotos gepostet hätte und hätte jetzt gesagt, guck mal hier, mein Sohn hat nur das Kinderzimmer, wie gefällt es euch? Dann hätten auch ein paar darauf auf Gefällt mir geklickt. Vielleicht wäre auch der ein oder andere, der mit uns eng verbunden ist, freundschaftlich und familiär, hätte dann wahrscheinlich auch vielleicht was drunter geschrieben. Tolles Zimmer und so weiter und so fort. Aber was durch diesen Post entstanden ist, ist, dass er erstmal sehr viel mehr Likes bekommen, weil die Leute die Geschichte dahinter toll finden. Ja, dass sie einfach sagen, unternehmerisch gedacht, super Entscheidung. Frank Heißler beispielsweise hat dann drunter geschrieben, wer in der Lage ist, so zu denken, so zu handeln, dem wird es nie wieder an Geld mangeln. Und genau das ist das.
Ja, also nicht klein gedacht. Und ja, dieser Post hat letztendlich dazu geführt, dass sich Menschen bei mir gemeldet haben und gesagt haben, wollen wir wissen wollten, wie ich diese 500 Euro verdient habe. Was ich konkret getan habe, was mein Business ist, welche Möglichkeiten ich nutze, um innerhalb von ein, zwei Stunden 500 Euro zu verdienen. Wie das möglich ist. So, und dann kann man sich mit den Menschen über das unterhalten, was man tut. So, und das ist eben die Kreativität, die notwendig ist. Das ist das, was einen guten Post ausmacht. Ja, einfach eine schöne Geschichte dazu erzählen. Es gibt ganze Wirtschaftszweige, die beschäftigen sich mit Storytelling. Ja, Storytelling Marketing. Du wirst auf jedem Network Marketing Event wirst du Geschichten von Menschen hören. Weil Menschen lieben es, Geschichten zu hören. Und wenn du solch eine Geschichte erzählst, mit einer Aussage, die dein Business betrifft, und nicht einfach nur dumm irgendwelche Werbebilder postest, und dann entsteht etwas, was dich attraktiver macht, was dich anders macht. Ja, und das ist es letztendlich, was den Unterschied ausmacht zwischen einem guten und einem schlechten Post, wo wir uns heute dann gleich noch drüber unterhalten wollen. Also das ist einfach nur mal so als Beispiel, wie man es machen kann und wie man dann letztendlich da draußen anders wahrgenommen wird, wie man so wahrgenommen wird, dass Menschen auf dich zukommen und dich fragen, wie machst du das, was hast du da konkret getan? Das ist das, was man dann letztendlich Attraction Marketing nennt. Okay, so viel dazu. Aber wir wollen erst noch mal ein bisschen die Woche Revue passieren lassen, bevor wir jetzt schon so intensiv ins Thema einsteigen. Deswegen habe ich Markus und Florian hier und möchte euch einfach nur mal bitten, wir haben in der letzten Woche, also ich weiß von beiden zum Beispiel, dass sie den ersten Ausbildungsblock durchlebt haben mit uns quasi. Ja, dass sie sich momentan auf Xing konzentrieren, im Bereich Xing sehr viel machen. Und Markus schon etwas länger als Florian, glaube ich. Aber Florian ist auch aktiv geworden ist und möchte euch ganz einfach bitten, mal die Erfahrungen, einfach alles. Also nicht nur, es ist hier kein Testimonial oder sonst irgendwas. Erzählt einfach mal. Ja, voll, das war so schön, das möchte ich vielleicht auch gerade erzählen. Bevor wir jetzt live gegangen sind, wir treffen uns ja immer schon ein paar Minuten vorher. Also alle diejenigen, die mit uns dieses Coaching machen, das heißt, die das Produkt auch gekauft haben, ja, die dafür bezahlt haben, die bekommen das ja mit in der geheimen Facebook-Gruppe. Das heißt, die kommen schon ein paar Minuten früher, können die reinkommen und tauschen sich aus. Und Markus und Florian haben sich auf großartige Art, ich habe gar nichts mehr gesagt, ich habe mich nur noch zurückgelehnt, habe das genossen, wie die beiden sich hier ausgetauscht haben. Und Erfahrungsaustausch gemacht haben. Markus, wie machst du das? Und mit den Kategorien, wie geht das? Und mit den Anrufen, was ist die beste Zeit? Und wie regeln die Leute? Und blablabla. Und so haben sie sich einfach eben 10 Minuten, Viertelstunde ausgetauscht. Und das war toll, anzusehen. Und vielleicht lasst ihr uns ein bisschen daran teilhaben und erzählt einfach mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit dem Unternehmernetzwerk Xing. Wer auch immer von euch anfangen mag, ist mir egal. Schieß los. Ja, also mir ist es auch relativ egal. Schieß los, komm. Hau rein. Aber ich habe als erstes in meinen Mund aufgemacht, also. Ja, ganz genau. Ich freue mich vielleicht, dass man mich auch sieht, genau. Ja, das wäre großartig, Florian, das wäre super. Genau. Dankeschön. Also, womit ich mich über Markus unterhalten habe, was der Thorsten auch gerade ganz kurz angeschnitten hat, das beispielsweise die Kategorien. Also ich habe in Xing recht viele Kategorien erstellt, um genau zu wissen, woher kommt jemand, woher kommt der neue Kontakt. Der Markus hat das ein bisschen einfacher gemacht, der hat einfach drei Kategorien. Einmal den muss ich noch kontaktieren, dann ich hatte ein super Gespräch mit ihm, das könnte ein Partner oder ein Kunde, wie auch immer werden, und einmal Desinteresse. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Schema, das ich wahrscheinlich auch übernehmen werde, da wenn ich 100.000 Sachen habe, ich habe beispielsweise in KW15 nochmal kontaktieren. Und dann, wenn ich ja 52 Wochen hatte das Jahr, wenn ich dann das 52 Mal habe, dann wird es irgendwann unübersichtlich. Und ja, den Tipp werde ich zum Beispiel jetzt halt auch übernehmen. Genau. Ja, vielleicht muss man vorweg nochmal hinzufügen, weil es natürlich auch Menschen zuschauen, die natürlich diese Ausbildung noch nicht durchlaufen haben. Wir haben im ersten Themenblock haben wir den Menschen gezeigt,
unseren Coaching-Teilnehmern gezeigt, wie sie über das Unternehmernetzwerk Xing ihre Zielgruppe finden. Ja, das heißt, wie sie über die Suchmaske die Suchkriterien eingeben können, dann die Menschen finden, die dazu passen. Ich möchte ein Beispiel geben, damit man das besser versteht. Angenommen, du bist jetzt im Nahrungsergänzungsnetzwerk tätig, also beschäftigst dich überwiegend mit dem Thema Gesundheit und gehst dann nach Xing und gibst dann als Suchkriterium, gibst du ein Menschen, die im Vertrieb angestellt tätig sind und die sie als Interesse Gesundheit angegeben haben. Da gibt es ganz, ganz viele, da kann man sich richtig austoben. Und die Menschen, die dann angezeigt werden, die kann man anschreiben. Die kann man sagen, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich auch für Gesundheit und so weiter, ich möchte mich gerne mal mit dir vernetzen. Vielleicht gibt es ja irgendwo Kooperationspunkte, dass man sich mal irgendwo austauschen kann. So, wenn die Menschen dann die Freundschaftsanfrage, die Kontaktanfrage angenommen haben, dann kann man sie anrufen in der Regel. Also die meisten Männer zumindest haben die Telefonnummer angegeben. Bei den Frauen würde ich sagen, es ist so 50-50. Und dann kann man die Menschen anrufen. Dann haben wir einen Telefonleitfaden dafür erstellt. Grundsätzlich geht es darum, erstmal eine Beziehung aufzubauen, ja, sich gegenseitig kennenzulernen. Und dann ist ja wunderbar, da spricht man mit Menschen, die sind im Vertrieb tätig, weil sie angestellt haben, sind, verdienen sie zu wenig. Ja, das heißt, bei dem Beispiel 1800 Euro, irgendwo im Vertrieb angestellt für irgendeine Firma, sind irgendwo im Sales tätig und interessieren sich aber für Gesundheit. Und dann kann man ja ganz wunderbar die Frage stellen, kann man sich über Gesundheit austauschen, was ich habe gesehen, weil, guck mal, anders erklärt, wenn man dann mit den Menschen telefoniert, sieht man ja sein Xing-Profil. Man sitzt davor, guckt da drauf und sieht, okay, er ist für die Firma tätig, dann kann ich fragen, ich habe gesehen, auf Ihrem Xing-Profil sind Sie für die Firma tätig, was machen Sie dort genau? Dann erzählt er, in welchem Bereich er tätig ist, was Sie für Produkte verwagen, ob beim Außendienst, zum Innendienst oder was auch immer er da macht. Dort kann man sich ein bisschen unterhalten und sagt, okay, ich sehe, unter Interessen haben Sie geschrieben, Sie interessieren sich für Gesundheit. Was meinen Sie damit genau? Welches Gebiet ist Ihnen wichtig? Was ist Ihnen wichtig an Gesundheit? Was machen Sie für Ihre Gesundheit? Da kann man hier eine Frage stellen. So, und dann erzählen die ein bisschen, warum Gesundheit und so weiter und so fort. So, und dann wird man ja selber auch gefragt, was machen Sie denn? Weil man jetzt einen guten Elevator-Pitch hat zum Thema Gesundheit, ja, kann man sagen, ich zeige Menschen, wie sie gesünder leben können und wie sie sich dadurch ein zusätzliches Einkommen aufbauen können, beispielsweise von 500 bis 1000 Euro. Herr Müller, jetzt wo wir uns gerade so nett darüber unterhalten haben, fehlt mir gerade was ein. So nach dem Motto, total zufällig bin ich jetzt darauf gekommen. Sie haben ja gesagt, Sie sind im Vertrieb tätig und Sie interessieren sich für Gesundheit. Wäre es denn grundsätzlich für Sie interessant, Ihre Talente und Fähigkeiten, die Sie aus Ihrem Hauptjob mitbringen, nebenberuflich gewinnbringend einzusetzen, wenn es um das Thema Gesundheit geht? Was macht der Herr Müller jetzt? Er hat zwei Möglichkeiten. Er sagt einmal, ja, hört sich spannend an. Wie funktioniert das genau? Und er sagt, nee, ist nichts für dich. So, wenn er sagt, ja, grundsätzlich schon. Um was geht es denn da? Da ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Dreiergespräch einzuladen oder ich habe die Möglichkeit, den Termin zu verlegen, wenn er Feierabend hat, um in Ruhe mit ihm darüber zu sprechen, ihn zu einem Event, zu einem Webinar einzuladen oder sonst irgendwas. Was habe ich dann? Sponsorgespräch. Und so einfach kann es sein. Ja, kostet fast kein Geld, weil das man braucht dafür das professionelle Xing, die Premium-Mitgliedschaft bei Xing. Er kostet, glaube ich, durchschnittlich 5 Euro im Monat. Und dann hat man den Zugang zu Hunderten, Tausenden von potenziellen neuen Vertriebspartnern. Und wir zeigen eben, wie man die erreicht, wie sein Xing-Profil aufgebaut sein muss und so weiter und so fort. Und das haben die beiden, haben das gemacht. Und das ist das, was eben gerade hat der Florian so ein bisschen über die Organisation gesprochen. Ja, das heißt, wie organisiere ich jetzt die ganzen Leute? Jetzt die Leute, die potenzielle Kunden und Vertriebspartner von mir sind. Wie organisiere ich das, damit ich keinen vergesse, dass ich keinen doppelt anrufe und so weiter. Und das war jetzt das, was der Florian eben erklärt hat. Und auch der Markus ist in diesem Bereich sehr aktiv. Und Markus, erklär uns einfach mal ein bisschen was von deinen Erfahrungen, die du so bisher gesammelt hast. Weil ich glaube, viele haben auch ein bisschen Angst davor, jetzt fremde Menschen anzurufen. Warum war das bei dir anders oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Also Angst vorm Telefonieren, ja, zum Anfang ist man eh immer ein bisschen aufgeregt, gerade bei den ersten Gesprächen. Aber da habe ich es wirklich so gemacht, habe ich mir nur die rausgesucht zum Anfang, also die ich als erstes angerufen habe,
die mir eine Kontaktanfrage gestellt haben, also die quasi auf mich zugekommen sind, die dann in der Kontaktanfrage gesagt haben. Da muss ich einhaken. Das heißt, es ist nach relativ kurzer Zeit, aufgrund der Umstellung deines Profils, ist es dazu gekommen, dass die Menschen dich angerufen haben, richtig? Oder dir eine Anfrage sagen wir so. Angerufen, das macht das außer uns keiner. Aber sie hat dich na, wir können es so anders erklären. Also ich hatte mein Profil nachts um 23 Uhr fertiggestellt und am nächsten Tag, als ich den Nachmittag so gegen 5 wieder bei Xing reingegangen bin, also sprich keine 24 Stunden später, hatte ich schon die ersten 5 Kontaktanfragen und das nur, weil ich mein Profil so hergerichtet habe, wie ja, unsere Mentoren, also Thorsten quasi, uns die Vorgaben gegeben haben. Und wollte eigentlich quasi den Tag danach nur noch ein bisschen Feinschliff machen. Ich bin dazu gar nicht gekommen, weil wirklich nach 24 Stunden waren schon 5 oder 6 Kontaktanfragen von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, mit denen ich noch nie irgendwas zu tun hatte. Und genau die Leute habe ich mir dann aber auch rausgepickt für die ersten Gespräche, weil ich genau wusste, dass die Interesse an meiner Person zeigen. Somit war es erstmal schon mal ein bisschen leichter, mit den Leuten zu telefonieren. Quasi, ja, und dann habe ich mir natürlich bei den ersten Gesprächen den Telefonleitfaden daneben gelegt, habe ein bisschen damit gearbeitet beim Telefonieren. Zwischendurch kamen auch super geile Aktionen, wie zum Beispiel hat jemand total spontan über die Xing-App bei mir angerufen. Ich hatte also quasi keinen Leitfaden dabei, nichts, musste also quasi ohne alle Hilfe telefonieren. Und ja, mittlerweile kommen Anfragen aus der Schweiz, aus Österreich. Ich hatte auch eben, hatte ich Thorsten, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr gesagt, da hatte mich jemand angefragt aus Südafrika. Also da kann ich hundertprozentig schwören, dass ich diesen Menschen noch nie gesehen habe und dass ich den noch überhaupt gar nicht kenne. Also ist echt klasse, das funktioniert wunderbar und die Angst vom Telefonieren, die verliert man, sage ich jetzt mal, nach den ersten 3 Gesprächen. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, nicht alle Gespräche sind immer positiv, aber davon dürfen man sich eben halt nicht beirren lassen. So eine gibt es halt trotzdem zwischendurch. Ich muss sagen, ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, sagen wir mal, 80 Gespräche habe ich bestimmt schon geführt und von den 80 waren 3 negativ, der Rest durchweg positiv. Alleine, wenn man schon zum Anfang den Anfangssatz sagt, schönen guten Tag, man stellt sich halt kurz vor und dann sage ich immer, wir sind jetzt seit kurzer Zeit über Xing miteinander verbunden, jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen, mich einfach mal persönlich vorzustellen, die Möglichkeit oder, ja, und dann ist das eigentlich schon positiv. Alleine die erste Reaktion ist dann schon, wenn die dann positiv ist, dann verläuft das Gespräch eigentlich immer durchweg positiv. Also macht Spaß. Genau, ich glaube, das ist das Wichtige, was man dabei verstehen muss, dass man man ruft ja nicht an, um etwas zu verkaufen. Man sagt ja nicht, ah, Firma Y, jetzt habe ich ein super Produkt für Sie, müssen Sie irgendwie mal anhören, kann ich mal einen Termin haben. Nee, man ruft ja an, um sich kennenzulernen. Und man muss auch gar nichts anbieten. Wenn der einem unsympathisch ist, dann muss man den ja auch nicht zum Sponsorgespräch anhören. Ich will ja gar nicht mit dem arbeiten, wenn der mir unsympathisch ist. Kann man die Leute jetzt aussuchen, mit denen ich arbeiten möchte. Und das macht das, glaube ich, aus. Und das ist eben, man ruft ja nur an, um sich kennenzulernen. Mehr ist es ja gar nicht. Also es ist ja kein klassischer, keine klassische Kaltakquise in dem Sinne. Man lernt sich erstmal kennen und entscheidet ja dann, ob man miteinander arbeiten möchte oder nicht. Ob man ihn jetzt fragt, ob es grundsätzlich für ihn interessant ist, XY zu machen. Und das ist es. Okay, das war es letztendlich zum Thema Xing. Ich will da jetzt nicht zu lange drauf rumkauen, weil das jetzt nicht mehr das Thema heute ist. Wir haben mit Facebook angefangen. Wir haben letzte Woche uns den Facebook-Stundenplan angeschaut. Ich habe euch gezeigt, wie man eine Konstanz in seinen Aktionen bei Facebook reinkriegt, wie man aber trotzdem nicht jeden Tag dafür Zeit aufwenden muss, sondern wie man das mehr oder weniger automatisieren kann, sodass man sie Anfang der Woche seine Posts plant, um dass Facebook sie dann für einen automatisch rausfeuert. So, das macht ja Facebook für einen, wenn man weiß, wie das geht. Das habe ich gezeigt. Wir haben darüber gesprochen, dass man nur einen Account braucht und wie man dann Business und Privates voneinander trennen kann. Dass ich zum Beispiel etwas posten kann, was meine Freunde und Familie gar nicht sehen. Nur meine Businesspartner. Und wie ich etwas posten kann, was nur die Familie und die Freunde betreffen, den engeren Freundeskreis, ohne dass die Businesspartner das sehen. Und das von daher ist total unnütz ist, dass man sich 2 Profile anschafft. Es können diejenigen natürlich kommen, die jetzt irgendwie googeln oder sonst irgendwas und feststellen, aber Thorsten Kahn hat auch 2 Profile. Was erzählt der denn da? Ja, Thorsten Kahn ist auch nicht als Profi-Networker und voll ausgebildet auf Facebook auf die Welt gekommen, sondern hat all diese Dinge ja lernen dürfen. Und deswegen erzähle ich sie euch ja, weil ich sie von Anfang an falsch gemacht habe.
So, und jetzt im Nachhinein etwas gelernt habe, wo ich sage, shit, hätte sie das mal vorher gewusst. Und damit euch das nicht passiert, sitzen wir hier und erzählen euch das. Ja, okay. Gut, also, das haben wir gemacht in der Vergangenheit. Wir haben euch gezeigt, was ihr posten sollt und was ihr nicht posten sollt. Ganz wichtige Geschichte. Alle, die mit uns hier zusammenarbeiten und uns zuhören, werden in Zukunft nie wieder negative Dinge posten. Sie werden nie wieder auf negative Dinge reagieren. Möglicherweise auch diejenigen rausschmeißen, die ständig negativen Scheiß posten. Ja, also das an dieser Stelle. Ich glaube, wenn wir als Community wachsen und wenn wir uns an diesen Grundsatz halten, wird Facebook und dann auch die ganze Welt ein kleines Stückchen positiver, optimistischer, motivierender und inspirierender. Und das... Thorsten, bitte. Einen Moment. Und zwar, ich habe das also so gehalten, dass ich gesehen habe, dass jemand zum Beispiel für Deutschland oder für die AfD oder für die ganzen Organisationen da immer gepostet hat. Und da habe ich die Freundschaftsanfrage, die ich vorher bejaht hatte, da habe ich die abgestellt. Da habe ich also Freunde gesagt, nein, das ist nicht mehr mein Freund. Und so, dass ich gar nicht mehr in die Verlegenheit komme, das überhaupt da irgendwie tätig zu werden oder wenn es auch nur aus Versehen ist, ja, oder das einfach abzustellen. Ja. Großartig. Also genau so ist die Idee letztendlich. Dass, wenn du dich ständig mit negativen Menschen umgibst, kannst du nicht nur positiv sein. Das geht nicht. Man nimmt sich diesen Mist einfach an. Deswegen schauen schlaue Menschen auch keine Nachrichten mehr und schauen sowieso kein Fernsehen mehr und lesen auch keine Zeitung mehr und so weiter. Damit man sich mit diesem ganzen negativen Mist, den man sowieso nicht beeinflussen kann, erst gar nicht füllt. Und da kommt wieder eins meiner Lieblingsbeispiele zu dem Thema. Karl Pilsel, habe ich von Karl Pilsel gelernt. Wer nicht weiß, wer Karl Pilsel ist, einfach mal googeln, ist ein fantastischer Sprecher, kommt aus Österreich, ist ein Motivations- und Erfolgscoach, so möchte ich ihn mal bezeichnen. Und Karl Pilsel hat mal auf einer Veranstaltung eine Zahnpastatube hochgehalten und hat gefragt, was ist in dieser Zahnpastatube drin? Und dann haben die Menschen gesagt, ja, Zahnpasta, was soll das denn sein? Hier ist keine Zahnpasta drin. Woher wollen Sie wissen, dass da Zahnpasta drin ist? Ja, Sie denken, dass da Zahnpasta drin ist. Ist es wahrscheinlich auch, aber es könnte auch genauso gut Ziegenmist drin sein. Wenn da jetzt jemand Ziegenmist reingefüllt hat, dann kommt auch nur Ziegenmist raus, richtig? So, und wenn ihr den ganzen Tag Bildzeitung lest, GZSZ guckt, Dieter Bohlen, RTL und so weiter, dann kann auch aus euch nur das reinkommen, was ihr mit Augen und Ohren in euch reingenommen habt. So, und wenn ihr diese Dinge aufnehmt, dann kommen sie über den Mund auch wieder raus. Genauso wie Ziegenmist aus der Zahnpastatube kommt, wenn man sie vorher in die Zahnpasta reingetan hat, kann sie auch nur rauskommen, kommt Ziegenmist raus. So, und wenn ihr euch mit RTL und Dieter Bohlen und GZSZ, Bildzeitung und so weiter, Nachrichten und was weiß ich, kenne mich gar nicht aus, weil ich den ganzen Kram nicht gucke, also den ganzen Terror und Flüchtlingsmist und so weiter, was da kommt, wenn man sich damit füllt, dann kommt das auch hier raus. Und wenn man negativen Mist labert und negativen Mist postet, negativen Mist liked, negativen Mist kommentiert, dann zieht man auch nur negativen Mist an. So, und wenn man das den ganzen Tag macht, und immer wieder und sich richtig schön intensiv da reinsteigert und dann irgendwelche Organisationen gründet, Gruppen gründet und sich mit anderen Menschen verbindet, die den gleichen negativen Mist von sich geben, dann muss man sich nicht wundern, dass man nur negative Menschen anzieht. Und mit negativen Menschen baut man kein großes Business auf. So, was man jetzt anders machen könnte, wäre man ist positiv. Man sagt, trifft eine Entscheidung und sagt, nee, Gassefreunde, geht mir aus dem Weg, geht mir aus der Sonne, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Mich interessiert der ganze negative Scheiß nicht, weil ich ihn eh nicht ändern kann. Ja? Ich bestimme nicht die Flüchtlingspolitik in Deutschland. Und ich kann auch nichts dafür, wenn sich irgendwelche Selbstmordattentäter in Frankreich in die Luft jagen. Ich weiß nicht. Ich kann nichts dafür, ich kann es auch nicht ändern. Ja, warum soll ich mich denn damit beschäftigen? Warum soll ich denn mal mein Profilbild der französischen Flagge davor setzen? Damit ich mich schön damit verbinde, was da passiert ist? Sorry. Nee, und mein Tipp an euch ist einfach, das genauso zu tun. Konzentriert euch auf die Dinge, die ihr ändern könnt. Geht als leuchtendes Beispiel, geht als Licht da raus in die Facebook-Welt und seid anders. Seid positiv. Seid motiviert. Seid erfolgreich. Ja? Seid Hoffnung und Inspiration für andere Menschen. Und wenn ihr das seid,
dann zieht ihr Menschen an, die auch erfolgreich werden wollen, die auch positiv sind, die auch mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben wollen. So, und umso mehr wir sind, die so sind, umso mehr werden wir anziehen und umso mehr werden wir wachsen und umso mehr positive und erfolgreiche Menschen wird es geben. Und das ist das, wo ich euch letztendlich zu ermutigen möchte, weil ich weiß, dass daraus bessere Ergebnisse entstehen. So, und weil wir es gerade mit Facebook haben, das einfach nochmal als Rückblick, was wir in den letzten 2-3 Hangouts gemacht haben. Und heute möchten wir uns damit beschäftigen, wie ihr es schafft, eine größere Reichweite zu bekommen. Wie ihr es schafft, dass eure Posts öfters geliked werden, öfters kommentiert werden und so weiter. Ganz ehrlich, es ist verdammt schwer. Ja? Ich möchte euch nichts Falsches erzählen, es ist wirklich nicht einfach. Eine Fanpage zu machen, die viele Likes bekommt, wo die Menschen viel liken, viel kommentieren, eine große Reichweite dadurch bekommen und ihr somit auf kostenlose Art und Weise andere Menschen zu euch holt. So, und das ist es, was letztendlich eben nicht einfach ist, aber was passieren kann, so wenn man die richtigen Dinge tut. Und deswegen wollen wir heute mal durchgehen. Ich möchte euch heute gerne 9 Tipps an die Hand geben, wie ihr es schaffen könnt, dass ihr über Facebook eine kostenlose, große Reichweite bekommen werdet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also zunächst einmal sei gesagt, dass es mittlerweile 20 Millionen Facebook-Seiten gibt. Was heißt Seiten? Das sind keine Profile von privaten Nutzern, sondern das sind die sogenannten Fanpages. Es gibt mittlerweile 20 Millionen Fanpages. Was heißt das außerdem? Es heißt außerdem, es gibt eine hohe Konkurrenz. Ja, also ihr erkämpft um die Gunst der Facebook-User mit anderen 20 Millionen Seiten und müsst euch gegen diese durchsetzen. Natürlich viele in anderen Nischen und Bereichen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz teilen sich diese 20 Millionen Seiten die 28 Millionen User auf. Ja, und dann müsst ihr etwas anders machen, etwas besser machen als die große Masse. Und was das ist, schauen wir uns gleich an. Ja, die organische Reichweite bei Facebook ist seit 2013 um 49% zurückgegangen. Das bedeutet, wenn man früher einen Post gemacht hat, also vor 2013, dann haben die noch ungefähr doppelt so viele gesehen wie heute. Jetzt kommt ein ganz interessanter Fakt dazu. Einerseits ist die organische Reichweite um 49% zurückgegangen, andererseits ist die Facebook-Aktie gestiegen. Warum ist das so? Weil die Menschen natürlich die Reichweite, die sie jetzt nicht mehr haben, durch Werbung kompensieren wollen. Und das ist etwas, was nicht aufgeht. Dann ein Beispiel dazu. Wenn ihr einen Post macht, der gut funktioniert, das heißt, wo viele Menschen drauf gefällt mir klicken, die das liken, die das kommentieren, die das vielleicht sogar teilen, dann merkt ihr, dass das, was ihr dort tut, ist für denjenigen interessant, ist für eure Zielgruppe interessant. Ja, ihr habt quasi etwas Gutes gepostet. Und dann macht es auch Sinn, so etwas zu bewerben. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn ihr ein Produkt verkauft im Freundeskreis und viele finden dieses Produkt toll, ja, erzählen, von der, ohne dass sie Geld dafür kriegen, erzählen es einfach weiter. Oder sagen die, ey, das Produkt super, ich habe es ausprobiert, echt klasse, funktioniert fantastisch. Dann weißt du, dass es Sinn machen würde, dieses Produkt zu bewerben, weil es dann wahrscheinlich auch viele andere Menschen toll finden würden. Wenn du ein Produkt weitergibst, wo sie dir nachher sagen, ob du nur alle Latten am Zaun hast, was das denn für Mist war, dann hilft dir es auch nicht, wenn du dieses Produkt bewirbst, weil die anderen Menschen werden es wahrscheinlich genauso scheiße finden. Ja? Und genauso ist es mit Facebook-Posts. Wenn du etwas bewerben möchtest und feststellst, dass das keine Sau da draußen interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Werbung auch keine Menschen erreichst oder auch nur wenig Menschen erreichst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werbung teuer und ineffizient ist, groß. Wenn du jetzt einen Post hast, der gut funktioniert, weil viele Menschen auf Gefällt mir klicken und du mit deiner Zielgruppe vorausgesetzt natürlich auch schon verbunden bist, das heißt, du hast eine gewisse Reichweite zu deiner Zielgruppe, hast du schon über deine Fanpage oder über die Menschen, die mit dir auf Facebook befreundet sind. So, und wenn du merkst, dass diese Zielgruppe diesen Post gut annimmt,
dann macht es durchaus Sinn, diesen Beitrag auch zu bewerben, weil der dann wahrscheinlich bei den anderen Menschen aus dieser Zielgruppe, die du bis jetzt noch nicht erreicht hast, ja, die dann auch entsprechend positiv darauf reagieren. Also das ist ein guter Tipp einfach mal, wenn man jetzt über Facebook-Werbung nachdenkt, das vorher auf diese Art und Weise auch mal zu testen. Beziehungsweise wenn man einen Post gemacht hat, der gut funktioniert, dann denkt man sich, ey, das hat gut funktioniert, das könnte ich ja mal bewerben. Ja. Okay, alles klar. Also, Facebook verdient mehr Geld, der Aktienkurs geht hoch, weil die Reichweite gesunken ist, die organische, und weil die Menschen versuchen, es durch Werbung entsprechend zu kompensieren. Ratingfaktoren, also wie wirst du von Facebook wahrgenommen? Ja, es ist Facebook nicht egal und du brauchst auch nicht glauben, dass wenn du etwas postest und es interessiert keine Sau, dass Facebook das nicht merken wird. Wenn du öfter Sachen, tagtäglich Sachen postest und immer nur über dein Business, es den Leuten zum Hals raushängt und sie dir nicht mehr zuhören, wenn sie gar nicht mehr hingucken, wenn sie, oh Gott, Thorsten kann schon wieder wegscrollen, schnell weg. Mach schon wieder denselben Scheiß wie die letzten 3 Tage. Bloß weg damit. Dann merkt Facebook das. Und Facebook zeigt es dann in der Folge wesentlich weniger Menschen an. So. Und du musst schaffen, dass die Menschen auf deine Posts reagieren und dann merkt auf, sagt Facebook, okay, das ist interessant für den. Jetzt zeige ich dem öfters an, was Thorsten gerade gepostet hat. Und wie man das schafft, reden wir gleich drüber. Okay, also Facebook ratet letztendlich deine Aktion und guckt, wie reagieren die Menschen drauf. Wie oft wird es geliked, wie oft wird es kommentiert und wie oft wird es geteilt. Das guckt sich Facebook an. Wie schafft man das, dass etwas geliked und geteilt wird und so weiter? Indem man erstmal gute Bilder benutzt. Also keine Bilder, die nach Werbung aussehen. Keine Bilder, die schon 27 andere benutzen und ja, letztendlich einfach nur kopiert sind. Ja, mach dir Gedanken über tolle Bilder. Die für deine Zielgruppe interessant, das ist wichtig. Du willst ja die Menschen erreichen, mit denen du nachher Business machen kannst. Ja, die du als Geschäftspartner gewinnen kannst, als Kunden gewinnen möchtest, was auch immer. Und dann sollten das gute Bilder sein. Ja, gute, seltene Bilder, die deine Zielgruppe entsprechend ansprechen. Mach dir Gedanken über Überschriften. Ich werde, wenn ich diese Informationen aus diesem Hangout nachher verarbeiten werde, das Video, was dann nachher in die Success-Mediathek geht, ja, also in diesen Backoffice-Bereich, wo sich unsere Coaching-Teilnehmer dann den Zugang zu haben, sich das Ganze nochmal in komprimierter Form anschauen können, werde ich auch nochmal intensiver über die Überschriften sprechen. Wir haben auch schon ein Produkt gemacht, wo man darauf zugreifen kann, wo wir das Thema auch schon mal behandelt haben. Überschriften ist ein extrem wichtiges Thema. Ich habe mal mit einem Zeitungsredakteur gesprochen. Er hat mir gesagt, 90% der Zeit verwenden Sie bei einem Zeitungsartikel nur für die Überschrift. Headline Sales, sagt er. Ja, Überschrift verkauft. Das ist das Wichtigste an dem ganzen Artikel. Wenn unten drin natürlich nur Mist drin steht, bringt es auch nichts, wenn man in der Zukunft gute Überschriften schreibt. Das muss natürlich schon zusammenpassen, ist ganz klar. Ja, aber es ist natürlich so, dass die Überschrift letztendlich den Artikel verkauft. Das heißt, wenn die Überschrift gut ist, lese ich den Rest. So, und das ist auch beim Facebook-Post ist das so. Die erste Aufmerksamkeit gilt natürlich dem Bild oder dem Video. Wenn das für Interesse sorgt, das Zweite, was ich mache, ist die Überschrift zu lesen. So, und dann entscheide ich, wenn da ein Link drin ist, dann entscheide ich, ob ich auf den Link klicke oder nicht. Ja, dann entscheide ich, ob ich gefällt mir klicke, ob ich etwas kommentiere oder eben nicht. Und wie man gute Überschriften schreibt, können wir vielleicht auch nochmal einen extra Hangout behandeln. Aber ich werde es ja, hier in der Aufzeichnung von dem Video, das ich dann zusammenstelle, werde ich da noch ein paar Beispiele geben, wie sich gute Überschriften anhören, beziehungsweise wie sie gegliedert sein müssen, welche Worte man verwenden muss und so weiter und so fort. Dann gibt es Call to Acts, die sollten mit drin sein. Was sind Call to Acts? Call to Acts sind Handlungsaufforderungen. Wenn dann quasi im Text ein Link drin ist, dann klick auf den Link, sag mir deine Meinung dazu, Fragen stellen und ihn auffordern, etwas Bestimmtes zu tun. Die gewünschte Handlung, die du dir aus diesem Post versprichst, der sollte dann in dem Text stehen. Also das Bild macht die Aufmerksamkeit, die Überschrift holt ihn ab und in dem Text ist dann die Handlungsaufforderung, damit er das tut, was du möchtest, dass er tun soll. Und das sollte dann nicht vergessen werden, das sollte auch entsprechend gut sein. Und dann sollte natürlich der Content gut sein.
Das heißt hier, die Information für ihn, die in diesem Text ist, die sollte gut sein. So wie in dem Post, was ich gerade gezeigt habe mit dem Kinderzimmer, dort ist einfach die Geschichte ist gut. Es ist Storytelling, gutes Storytelling einfach. Also ich sage, okay, Drama hätte ich ausgehen können, habe ich dann nicht gemacht, habe ich dann tatsächlich gemacht, ich habe nicht meine Arbeitskraft investiert, weil ich der Meinung bin, dass ich in der Zeit mehr Geld verdienen kann und habe 500 Euro verdient. So, das ist einfach guter Content, das ist eine gute Geschichte, die dort erzählt wird, dass die Menschen sich fragen, Alter, 500 Euro in anderthalb Stunden, Stundenlohn ist jetzt nicht so schlecht, wie hat der Ochse das gemacht? Ich will das auch. Ja, das ist die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Und dann melden sich die Menschen. Und wenn das alles gut aufeinander abgestimmt. Also, gute Bilder, gute Überschriften, gute Call-to-Acts und gute mehrhaltige Informationen, die einfach helfen, Probleme zu lösen, beziehungsweise auf eine Ressource verweisen, die dann in Form eines Videos, in Form eines Blogartikels, in Form eines E-Mail-Kurses oder was auch immer dann hilft, diese Problematik zu lösen. Gut, das haben wir alles schon erklärt. Das haben wir auch schon gemacht. Ich habe mir so einen kleinen Spickzettel hier gemacht, vermutet ihr jetzt wahrscheinlich. Ist auch so, weil ich euch natürlich alles, man sieht also, ich bereite mich davor, also ist tatsächlich so. Ja, deswegen kostet das Ganze, was wir machen, auch ein bisschen Geld, weil ich mich heute Nachmittag hingesetzt habe und das nochmal für mich recherchiert habe und mir nochmal die ganzen Informationen zusammengetragen habe, die für euch, die ich euch präsentieren möchte. Ne? Einfach zu zeigen, dass es einfach Sinn macht, mit uns zu arbeiten. Und wenn ihr gesagt habt ein bisschen was mitgenommen heute, dann habt ihr unter dem Video habt ihr den grünen Button, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr das Trial buchen und dann könnt ihr anfangen, mit uns zu arbeiten. Okay, großartig. Also, die neuen Tipps jetzt für mehr Reichweite auf Facebook. Also ich möchte, dass eure Posts besser werden, dass ihr dadurch mehr Menschen erreicht, dass ihr eine größere Community aufbaut, eine größere Reichweite habt, um im Endeffekt dann mehr Potenzial zu haben, wo ihr sponsern könnt, wohin ihr verkaufen könnt, wo ihr Menschen für euer Business gewinnen könnt. Also, erster Punkt ist, dein Content muss einzigartig sein. Nicht einfach irgendwas teilen und dann am besten gar nichts darüber schreiben, sondern einfach fremden Content nehmen. Macht euch mal einen Kopf, wer ist eure Zielgruppe und wie könnt ihr den Menschen jetzt helfen? Beispiel, habe irgendwann im Laufe der letzten Woche war es, glaube ich, schon, ja, zum Wochenende, ich glaube, Donnerstag, Freitag, habe ich ein Gespräch geführt mit einem Networker. Für den habe ich einen Funnel gemacht für sein Business. Das heißt, ein automatisches Sponsor-Konzept aufgesetzt für sein MLM. So, und ich habe ihn dann gefragt, was erzählst du denn den Menschen, wenn sie sich jetzt bei dir eintragen? Ja, wie? Ich sage, mal angenommen, jetzt füllt jemand dein Kontaktformular aus und möchte jetzt was über dein Produkt wissen. Was erzählst du ihnen denn dann? Das ist noch nie passiert. Ich sage, ja, wir machen das jetzt, aber das ist passiert. Was erzählst du ihnen denn? Keine Ahnung. So, das ist das, was da draußen los ist. Und wenn ich so an mein Business rangehe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht erfolgreich bin. Dass ich zu den 95% der Menschen gehöre, die mit Network Marketing zu wenig oder gar kein Geld verdienen. Ja, ich sollte schon wissen, wer sind meine Kunden und welche Probleme kann ich damit lösen. Und wenn ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, wie ich die Probleme von meinen Kunden lösen kann, dann kann ich doch nochmal darüber schreiben. Dann kann ich das auch in einem Facebook-Post kann ich das schreiben. Ja, und dann kann ich den Leuten mal werthaltige Informationen geben, beispielsweise zum Thema Gesundheit. Ja, keine Ahnung, da gibt es 1000 Sachen, die man machen kann. Letztens ein Video gesehen von Dr. Müller Wohlfahrt, ehemaliger Vereinsarzt vom FC Bayern München, der dann erklärt hat, warum Menschen Krebs kriegen und was sie tun müssen, damit sie keinen Krebs kriegen. Kann man mal so veröffentlichen. Ja, und wenn man dann als Überschrift schreibt, 3 Tipps, die dir dabei helfen können, keinen Krebs zu bekommen. Und zu sagen, wusstest du, auch eine schöne, super, super Einleitung, wusstest du, Punkt, 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 dass 67% der Menschen in Deutschland an Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben? Und hier ein Video von Dr. Müller-Wohlfahrt, Vereinsarzt vom FC Bayern München, der dir seine 3 Tipps verrät, wie du dich davor schützen kannst. Glaubst du, es gibt den einen oder anderen, der sich dieses Video anschaut? Glaubst du, es gibt den einen oder anderen, der nachher auf Gefällt mir drückt oder es kommentiert? Ich bin mir sicher, dass das geschehen wird.
wenn man mit den richtigen Menschen verbunden ist. Ja, wenn man sich jetzt mit Menschen verbunden ist, die sich für Gesundheit interessieren. Und das muss man sich natürlich erstmal aufbauen, ganz klar. Aber wenn man das gemacht hat, dann gibt es darauf Interaktion, jede Menge. Und das sorgt dann letztendlich für Reichweite und sorgt dafür, dass sich wildfremde Menschen für euer Thema interessieren. Und wenn dann jemand auf deinen Post auf Gefällt mir geklickt hat und du guckst, wer hat denn jetzt alles Gefällt mir geklickt und stellst fest, dass der ein oder andere dabei ist, der gar nicht in deiner Freundesliste ist, mit dem du gar nicht befreundet bist, was machst du denn dann? Richtig, du schickst eine Freundschaftsanfrage. Ja, er kann sich vielleicht auch an deinen Post erinnern. So, und wenn du ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt hast, dann lädt sie natürlich auch ein, deine Fanpage mit Gefällt mir zu markieren, um auch dort deine Reichweite zu erhöhen. Das heißt, du bist jetzt mit jemandem verbunden, der sich für Gesundheit interessiert. Und wenn man jetzt richtig aktiver Networker ist, dann schreibt man dem jetzt eine Nachricht. Dann bedankt man ihn sich für die Annahme der Freundschaftsanfrage, sagt ihm, du hast ja das Video, was ich letztens gepostet habe, von Dr. Müller-Wohlfahrt geliked. Er interessiert sich anscheinend für Gesundheit. Was machst du denn genau? Was machst du denn beruflich? Ah, du bist da und da und interessierst dich für Gesundheit. Und wir sind gerade dabei, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Wäre es denn nicht grundsätzlich für dich interessant, 500 oder 1000 Euro mir beizuverdienen? Da kann er sagen, ja, wie soll das denn funktionieren? Du, was machst du am Mittwochabend, 19.30 Uhr, haben wir eine Informationsveranstaltung online. Kannst du von zu Hause aus einschauen. Ja? Oder ich kenne da jemand, der macht das hauptberuflich und der führt echt ein tolles Leben. Tolles Auto, dreimal im Jahr im Urlaub, tolles Haus, toller Lifestyle, bestimmt selbst über seine Zeit und verdient richtig, richtig, richtig gutes Geld. Der war früher übrigens auch mal angestellt, dem geht es viel besser. Möchtest du dich mit dem unterhalten? Würde das Sinn für dich machen, zu erfahren, wie sowas geht? Ja, wäre schon cool. Alles klar. Und dann führt dein Sponsor das Gespräch mit dem Interessenten. Und warum? Weil du einen Post gemacht hast. Weil du einen interessanten Post gemacht hast und irgendjemand mir ohne böse Hintergrundgedanken hat einfach auf Gefällt mir geklickt. Und so kommt ihr in diesen Funnel rein und so könnt ihr mit dieser einen blöden Gefällt mir Angabe könnt ihr es schaffen, dass ihr Menschen für euer Business sponsert. Wenn ihr wisst, wie es geht und wie man sowas richtig macht. Okay? So, ein bisschen vom Thema angekommen. Also dein Content muss einzigartig sein. Sei erreichbar. Ja? Sei erreichbar, guck ständig auf dein Handy, hab die App drauf und guck, welche Leute reagiert haben. Und wenn du abends nach Hause kommst, guckst, wer hat Gefällt mir geklickt und so weiter und so fort und nimm mit diesen Menschen Kontakt auf. Sei immer positiv, haben wir drüber gesprochen. Post zum richtigen Zeitpunkt. Ja, es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, zu Zeiten posten, wo die Menschen nicht online sind, also wenn sie arbeiten sind und so weiter, funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich denken, ja, ich bin ja nicht dumm, jetzt poste ich abends, 20 Uhr. Die Leute sitzen vor der Tagesschau und jetzt, bevor der Film ankommt, gucken sie nochmal auf Facebook. Das denken sich aber auch 28 andere Millionen User bei Facebook. Das sind nämlich die gleiche Zeit, wo die auch nicht arbeiten sind und wo sie auch posten. Und das heißt, dein Post verschwindet auch relativ schnell wieder im Niemandsland. Das heißt, du musst die Waage finden zwischen der Zeit, wo die Leute nicht auf Facebook sind, wo sie auf Facebook sind, aber wo nicht alle anderen auch posten. Vielleicht einfach mal am späteren Abend, 21, 22 Uhr. Teste das einfach mal. Wenn du eine Fanpage hast und darüber postest, dann zeigt dir Facebook an, wie viele Menschen deinen Post gesehen haben. So, und wenn ich den einen Post um 20 Uhr mache und den haben 370 gesehen und ich mache das nächste Mal einen ähnlichen Post um 21.30 Uhr und den haben 1200 gesehen, ja, dann weiß ich doch in Zukunft, um wie viel Uhr ich in Zukunft posten sollte und um wie viel Uhr eben nicht. Ja, das kann man ausprobieren. Zeig das nochmal. Dann noch Glück. Er hat ein schönes Beispiel gemacht. Ich habe das extra für heute auch vorbereitet. Wäre jetzt blöd, wenn ich es nicht zeigen würde. Also ich habe extra aus diesem Grund das auch gepostet und ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. So, jetzt funktioniert das auch. Tick. So, ihr seht hier meine Fanpage. Moment. So, das Mobile Lifestyle Mentor, das bin ich, das ist Thorsten Kahn und da poste ich die Dinge. So, jetzt habe ich zwei Zitate gepostet. Das eine, Chance und Risiko gehen Hand in Hand und sind Geschwister. Dieser Post ist mittags, wo haben wir es? Hier. So, da steht es, habe ich mittags um 12.01 Uhr gepostet. Wie viele Menschen haben mich
haben das gesehen, hier steht es, 448 Menschen. Dann habe ich einen Post gemacht, auch nur ein Zitat, vergleichbar, habe das aber abends um 19.09 Uhr gepostet und den haben, den haben über 1000 Menschen gesehen. Also den da oben, 448, den da unten über 1000. Wann poste ich jetzt? Abends. Richtig, ganz genau so ist es. Ja, und das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Okay, also poste zur richtigen Zeit, achte aber darauf, dass es nicht die Rush-Hour ist, wo alle anderen auch posten. Analysiere, wann du mehr Menschen erreicht hast, das, was ich gerade gezeigt habe. Teste es einfach mal, guck einfach mal, wann du die meisten Menschen erreichst. Kopiere keine Inhalte, erstelle eigene Inhalte, mach dir den Kopf, lass dich durch andere inspirieren, aber erschaffe die Inhalte selbst. Bleib authentisch, bleib du. Wenn du etwas siehst, was dir gut gefällt, was überhaupt nicht zu dir passt, was nicht zu deiner Zielgruppe passt, dann versuch nicht, jemand anders zu sein. Auch ich, als ich Blogger geworden bin, habe ich mich natürlich durch Dennis Koray inspirieren lassen. Was ich nie gemacht habe, nicht ein einziges Mal, ich habe nicht ein einziges Mal einen Blogartikel von Dennis Koray kopiert. Dennis Koray, der beste MLM-Blogger im deutschsprachigen Raum, hat die meisten Menschen, die auf seinen Blog kommen und so weiter, und ist da extrem erfolgreich, was das angeht. Und er hat mich gesponsert, ich habe bei ihm einen Blog gekauft und ich habe von ihm das Bloggen gelernt. Und aber das habe ich nie getan. Ich habe nie geguckt, über was hat er denn jetzt gebloggt, aber darüber bloggst du jetzt auch. Oder ich habe mir irgendwelche Passagen bei ihm rauskopiert, Überschriften von ihm kopiert, Bilder von ihm genommen oder sonst irgendwas. Das habe ich nie gemacht. Das ist alles hier. Alles hier oben aus meiner Birne. Die ersten 160, 170 Blogartikel. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was kannst du den Menschen geben, was hilft ihnen weiter, was macht sie besser, was macht sie erfolgreicher. Das ist das, was ich getan habe und das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte, es mir gleich zu tun. Stelle und beantworte Fragen, ganz wichtig. Ja? Stelle den Menschen die richtigen Fragen, so dass sie darauf reagieren können. Warum? Wir wissen, sobald jemand auf deinen Post, auf deine Frage reagiert, merkt das Facebook und zeigt deine Post dann dieser Person öfters an. Okay, und vor allem, wenn er darauf kommentiert, dann sehen seine Freunde wiederum, sehen, dass er auf einen Post, dass er einen Post kommentiert hat und kriegen diesen Post auch angezeigt. Und wenn seinem Freund das auch gefällt, hat sie Reichweite wieder erhöht. Der Tick hat vielleicht auch gefällt mir auf die Antwort von deinem Freund und dann kannst du dir eine Kontaktanfrage schicken, eine Freundschaftsanfrage schicken und sag, hey, ich habe gesehen, kennst du auch den Michael? Der hat kommentiert, aber hast du gefällt mir geklickt. Ja. Ah, okay, Michael kenne ich da und daher. Woher kennst du denn den Michael? Ach, was machst du denn beruflich? Ja, mach was, das und das. Ah, okay. Ja, ich bin gerade dabei, einen Geschäftsbereich aufzubauen. Sag mal. Vielleicht ist der schnelle Weg. Ja, das kann man, eine Beziehung kann man auch ein bisschen länger aufbauen. Aber so geht's auch. So kann man innerhalb von 2-3 Minuten jemanden einen Pitch machen. Das ist Direktkontakt vom Feinsten auf hohem Niveau zur heutigen Zeit. Nicht mehr rausgehen, in den Supermarkt fahren und, wahllos irgendwelche Leute anquatschen, wenn es draußen regnet, dann noch Geld bezahlen für einen Parkplatz, dann noch einen Kaffee trinken müssen, den auch bezahlen müssen, rausfahren müssen, Spritgeld bezahlen müssen und so weiter und so fort. Sich dann darüber ärgern, dass unter der Woche gar keine Leute einkaufen gehen, sondern man macht halt bequem von zu Hause. Laptop auf dem Schoß und einfach auf solche Dinge achten und dann darauf richtig und professionell reagieren. Und dann werden Ergebnisse dabei rauskommen. Das kann ich euch versprechen. Okay, poste relevante Videos und Fotos, ganz klar. Also das, was deine Zielgruppe auch wirklich interessiert. Ich meine damit keine Werbung. Ja, ich meine wirklich Dinge, die sie besser machen. Wenn du mit Networkern zu tun hast, dann poste doch vielleicht einfach mal Dinge von Thorsten Kahn. Geh mal auf seinen MLM-Blog 24 oder geh mal auf seinen YouTube-Kanal, hier mal ein Stückchen weit Werbung in eigener Sache. Und da werdet ihr ganz, ganz viele Dinge finden, die Networker einfach besser machen. Verbinde dich doch mal mit Networker. Ich habe letztens einen Kontakt gehabt zu einem Top-Networker. Ich wusste ganz genau, dass ich den nicht sponsern kann. Ich weiß genau, was der macht und ich weiß, dass da, wo er jetzt ist, ist er glücklich. Fakt ist aber, ich habe nicht angerufen, um ihn zu sponsern. Ich habe ihn angerufen, um ihn kennenzulernen. Ich wollte mit ihm verbunden sein. Ich wollte, dass ich mir die Möglichkeit offen halte, ihn eines Tages mal für irgendwas zu gewinnen. Ja, und das solltet ihr auch tun. Verbindet euch mit den Menschen, die möglicherweise jetzt erfolgreich, nicht nein,
oh, dann macht ihr das und boah, und hauptberuflich, ein tolles Auto, tolle Frau, zigmal im Urlaub, die tollsten Reisen mit der Firma gemacht. Ist das für ein Assi, wie hat ihr das geschafft, hat bestimmt Glück gehabt? Nee, einfach mal sagen, ey, du, Christian, habe ich gesehen, großartig. Ich habe dich immer so eine Zeit lang verfolgt. Ich würde mich unglaublich gerne mal mit dir unterhalten. Ich würde unglaublich gerne mal wissen, wie du das gemacht hast. Würdest du dir mal 10 Minuten für mich Zeit nehmen, ich würde mal gerne mit dir telefonieren. Und dann habt ihr euch mal am Ohr und dann sprichst du ihm mal Lob und Respekt und Anerkennung aus für das, was er erreicht hat. Dann verbindet man sich mal auf Facebook und dann guckt man mal, was so kommt. Ja, und was sich dann daraus alles möglich entwickeln kann. Und das sind so die Tipps, die ich heute mit auf den Weg gehen wollte. Stunde ist um. Wie sagt man so schön, du kannst über alles sprechen, aber nicht über 45 Minuten. Haben wir ein bisschen länger jetzt gemacht, aber ich denke, das Thema war interessant. Ich hoffe zumindest, dass es euch geholfen hat, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und dass ihr erkannt habt, dass wenn ihr mit dem Activity Camp von Network Vision mit uns zusammenarbeitet, wenn ihr jede Woche hier an diese Tankstelle kommt, euch aufladet, euch motivieren lasst, neuen Input mitnehmt, einfach besser werdet und dadurch eine ganz andere Ausstrahlung habt, wenn ihr diese Dinge umsetzt, die wir euch hier zeigen, wenn ihr anfangt, innerhalb der Community mit uns zu arbeiten, mit den ganzen anderen Coaching-Teilnehmern, dann bin ich davon überzeugt, dass ihr bessere Ergebnisse in Zukunft einfahren werdet. Dann gebt ihr euch selbst die Chance, in eurem Business erfolgreich zu sein. Von einer Sache bin ich nämlich hundertprozentig überzeugt. Das, was wir hier machen, macht da draußen kein anderer. Ja, und es ist nicht einfach nur ein Videokurs, wo ihr alleine gelassen werdet, sondern es ist eine kontinuierliche Ausbildung, immer wieder und immer wieder, immer wieder, wo ihr unterstützt werdet, wo ihr dann innerhalb der Facebook-Gruppe Fragen stellen könnt, wo euch geholfen werdet, wo ihr nicht alleine seid. Ja, weil eine Sache liegt uns am Herzen und es ist dein Erfolg, das ist euer Erfolg und dafür stehen wir morgens auf. Und das ist das, was Network Vision auszeichnet. Wir wollen einfach, dass ihr einfach besser seid als andere und bessere Ergebnisse erzielt als andere, ein besseres Leben lebt als andere. Und das ist das, was uns antreibt. Und das Ganze möchte ich jetzt mit einem Video abschließen. Ein ganz kurzes Video möchte ich euch zeigen, wenn ihr mir die Möglichkeit dazu gebt, wäre das großartig. So. So, pass auf. Pass mal auf. Zack. Mich bei euch, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und freue mich, wenn ihr jetzt unter dem Video auf den grünen Button klickt, euch die Success Mediathek, sprich das Activity Camp holt und dann mit uns zusammenarbeitet und wir noch mehr Motivation haben, weil ihr dazugekommen seid. Also vielen Dank bis dahin. Ich sage auch Dankeschön an meine Kollegen, die mich hier heute Abend unterstützt haben und wünsche euch eine tolle Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ditto, ebenso. Danke. Tschüss.